natürlich wiegt dieses Wappen auch schwer. Das ist alles viel, viel, viel Tradition. Das ist eine Sache, mit der du lernen musst, umzugehen. Tradition, die verpflichtet. Tradition, die lähmt. Nach 5 sieglosen Spielen ist das Gründungsmitglied der Bundesliga der 4. Liga näher als der 2. Der ein oder andere muss aber eben auch mal gucken, ob er in der Lage ist, Woche für Woche in der 3. Liga auf einem Niveau zu spielen, wo wir erfolgreich sein können. Und da muss man 90 Minuten sich wehren. Und das habe ich nicht bei allen gesehen. Schützende Worte vom Trainer nach dem Fehlstart. Fehlanzeige. Auch nach der Niederlage in Regensburg zählt Ziegner seine Spieler öffentlich an. Das, was mich eigentlich so ein bisschen ärgert, sind die erfahrenen Spieler, die wir im Kader haben. Ich denke da in der Offensive an alle, die dort gespielt haben, die schon ein paar Spieler auf dem Buckel haben, die sich genau in solchen Situationen sicherlich schon 100-mal befunden haben und die eigentlich diesen aufstrebenden Spielern besser Halt geben müssen. Auf dem Papier ist die Qualität vorhanden, auf dem Platz davon bisher wenig zu sehen. Und so wartet der MSV noch immer auf das erste Stürmertor der Saison. Vorne zu harmlos, hinten zu sorglos. 8 Gegentore nach 5 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen und alle den Arsch aufreißen. Diese Mannschaft intern ist total in Ordnung. Es muss ein anderer Faktor sein, den wir bekämpfen müssen. Und so hat der MSV die Länderspielpause genutzt zur Ursachenforschung. Wir haben viele Gespräche geführt in der Zeit, um einfach auch mal ein bisschen rauszufiltern, wo die einzelnen Spieler bzw. Mannschaftsteile glauben, woran wir arbeiten müssen. Doch die Arbeit muss sich schnellstens auszahlen. Gelingt Duisburg im Kellerduell gegen Verl nicht endlich der erste Saisonsieg, weiß auch Ziegner, dass natürlich die Diskussionen rund um uns nicht weniger werden. Ja, ist doch logisch. Logisch bei einem Traditionsverein wie dem MSV Duisburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.